Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum. Herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung einer Gesprächsreihe über ein interessantes Denkmal von dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe in Berlin. Mein Name ist Ulf Meyer, ich bin ein Architekturjournalist und Dozent aus Berlin und habe die große Freude, als Organisator und auch Moderator durch diese Reihe zu führen. Ich werde den Abend und die folgenden ca. 90 Minuten in dieser Weise strukturieren. Ich werde zunächst ganz kurz etwas zum Rahmen dieser Veranstaltung sagen und den Organisatoren. Dann werde ich ganz kurz ins Thema einführen, aber der Versuchung widerstehen, ein Mini-Referat zu diesem interessanten Denkmal zu halten. Und dann werde ich meinen Co-Moderator vorstellen und dann werde ich zwei Referenten des Abends Ihnen präsentieren, die dann interessante Impulsvorträge halten werden. Und dann wird es die Aufgabe von den beiden Moderatoren sein, die beiden Referenten miteinander ins Gespräch zu bringen. Wenn ich sage Auftaktveranstaltung, dann deswegen, weil es insgesamt 8 Abende dieser oder ähnlicher Form geben wird, typischerweise am zweiten Freitag des Monats. Und in vielen Fällen werden 2, manchmal auch 3, manchmal sogar auch 4 Referenten aufeinandertreffen. Und die Idee dabei ist es, dass sowohl ein Diskurs der Architektur und Architekturgeschichte, Architekturtheorie und auch Denkmalpflege, als auch ein Diskurs der gesellschaftliche und politisch und historische und polithistorische Aspekte betrachtet miteinander verknüpft werden. Diese Veranstaltung findet im Haus Lemke statt, einem Werk von dem Architekten, um den es in dieser Reihe geht. Das letzte Werk, das er vor der Emigration in die Vereinigten Staaten in Berlin realisieren konnte und ein besonders schöner Ort, von dem wir hoffen, dass wir in den zukünftigen Monaten einige von Ihnen auch vor Ort zur Veranstaltung begrüßen können. Hinter dieser Veranstaltungsreihe steckt der Förderverein des Mies van der Rohe Hauses in Berlin und speziell dem Vorsitzenden dieses Vereins, Ingolf Kern, danken wir für die großzügige Gastfreundschaft. Und wir danken ebenfalls dem Senat, ganz konkret der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, um noch genauer zu sein, den Mitteln für besondere touristische Projekte, durch die diese Vortragsreihe finanziert wird. Die beiden Personen vom Haus, Dr. Vita Noack und Simon Behringer, denen danke ich für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Vortragsreihe. Und unerwähnt bleiben sollte auch nicht der Bezirksbürgermeister Michael Grunst, der die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung freundlicherweise übernommen hat. Ja, Sujet dieser Vortragsreihe ist ein inexistentes Denkmal von 1926, das auf dem Friedhof in Friedrichsfelde errichtet wurde von Ludwig Mies van der Rohe. Und dieses Gebäude, dieses Denkmal ist zu gleicher Zeit ein Grabmal von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, zumindest symbolisch, teilweise auch im Wortsinne. Und ist gleichzeitig aber auch ein Denkmal für ein einschneidendes historisches Ereignis, nämlich die Revolution von 1918. Und dieses Denkmal ist nur wenige Jahre nach seiner Errichtung von den Nationalsozialisten zerstört worden und ist mittlerweile seit vielen Jahrzehnten ein Thema, an dem sich eine Debatte entsponnen hat zur nicht nur architektonischen und architekturhistorischen, sondern vor allem auch politisch-symbolischen, gesellschaftlichen Bedeutung, nicht nur des Denkmals selbst, sondern auch konkret der Frage, ob ein Wiederaufbau dieses Denkmals überhaupt technisch möglich, moralisch richtig, gesellschaftlich vertretbar und architekturhistorisch lauter wäre. Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, aus verschiedenen Perspektiven sich dieser Frage zu nähern. Und zur Auftaktveranstaltung sind wir sehr stolz und froh, 2 hochkarätige Referenten gewonnen zu haben, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, nachdem ich meinen Co-Moderator Ihnen vorstelle. Von Ihnen aus gesehen rechts sitzt Dr. Jörn Köppler. Er ist ein Architekt aus Potsdam und hat sich auch als Dozent und als Autor seit vielen Jahren mit Architekturgeschichte und Architekturtheorie beschäftigt.
Ganz besonders ist er bekannt als Autor eines Buches, das heißt Sinn und Krise der modernen Architektur. Und seit vielen Jahren beschäftigt er sich auch mit der Architektur von Ludwig Mies van der Rohe. Und er wird es später sich zu seiner Aufgabe machen, mit mir zusammen die beiden Referenten zum Gespräch miteinander anzuregen. Jetzt darf ich schon verraten, dass im nächsten Monat zwei nicht minder hochkarätige Referenten nach Berlin kommen werden, in Form von Dr. Michael Mönninger, ein sehr geistreicher Autor und Dozent, wird auf einen Architekten- und Architekturhistoriker-Treffen aus Köln namens Andrea Contursi. Und wir freuen uns jetzt schon auf diesen sicher anregenden Abend in einem Monat. Jetzt darf ich zunächst den ersten Referenten des Abends vorstellen. Neben mir sitzt Professor Dr. Fritz Neumeier. Alle Referenten haben uns freundlicherweise erlaubt, die akademischen Titel nicht immer durchgehend verwenden zu müssen. Professor Neumeier ist in einem Berliner Publikum, es ist unnötig, ihn vorzustellen. Trotzdem erwähne ich noch mal ganz kurz, dass er seit 1993 den Lehrstuhl für Architekturtheorie an meiner Alma Mater der Technischen Universität Berlin innehatte und zuvor als Professor in Dortmund und auch in Princeton in den Vereinigten Staaten tätig war. Kurz vor der Wende war er als Fellow am Getty Center in Santa Monica in Kalifornien tätig und bekannt ist er auch als Autor vieler bahnbrechender Werke, speziell auch, aber nicht ausschließlich über Mies van der Rohe, wie zum Beispiel Das kunstlose Wort von 1986 oder auch ein Buch, das sich mit dem Hochhaus an dem Bahnhof Friedrichstraße in Berlin beschäftigt. Diese beiden Werke kann man völlig zu Recht Standardwerke der Mies-Literatur nennen. Heute Abend wird er einen Vortrag halten, der ist übertitelt mit den Worten Blöcke in der Schwebe, Formcharakteristik und Kontext. Verzahnte Blöcke und schwebende Schwere, interessanter Begriff, bestimmen die Formcharakteristik des Monuments für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, das Mies 1926 entworfen hat. Er hat über diesen einzigartigen Entwurf leider kein Wort verloren. Daher müssen wir uns selbst auf den Weg machen, um im Werk von Mies und anderen Künstlern der 20er Jahre und der Weimarer Republik nach Spuren zu suchen, die das Projekt beeinflusst haben könnten. Da freuen wir uns auf diese Reise mit Ihnen. Dann gibt es Gelegenheit, kurze Fragen oder Kommentare zu dem Vortrag zu stellen, wenn nötig. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich dann gleich den zweiten Referenten des Abends, Professor Dr. Thomas Lindenberger, bitten, aus Warte eines Historikers das Sujet zu beleuchten. Und ganz kurz darf ich auch ihn als Person und seinen Vortrag vorstellen. Herr Lindenberger ist ein Neuzeithistoriker und ein Experte für Totalitarismus. Seit 2017 ist er Direktor des Hannah-Arendt-Instituts in Dresden, wo er sich ebenfalls mit Totalitarismusforschung beschäftigt. 1992 promovierte Herr Lindenberger zur Sozialgeschichte der öffentlichen Ordnung im späten Kaiserreich. Danach wandte er sich der DDR-Geschichte zu und habilitierte im Jahr 2002, also vor 20 Jahren, an der Universität Potsdam. Bis 2017 war er tätig am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, das sogenannte ZZF. Und bis vor 10 Jahren leitete er das sogenannte Ludwig-Boltzmann-Institut für europäische Geschichte und Öffentlichkeit in Wien. Und sein Vortrag ist nicht minder vielversprechend, ist übertitelt Das Revolutionsdenkmal, eine Annäherung aus Denkmal und vor allen Dingen, Verzeihung, demokratiegeschichtlicher Perspektive. Er selber skizziert ganz kurz, nur 7 kurze Jahre lang diente das Revolutionsdenkmal vor allem den Berliner Kommunisten als Erinnerungsort. Was verkündeten sie hier im Namen von Luxemburg und Liebknecht und auch Lenin? Wie stehen wir heutigen dazu und an welche Revolution wollen und sollen wir fast ein Jahrhundert später in einer Demokratie, die das Zeitalter der Extreme genannt wird und hinter sich gelassen hat, in welcher Form wollen wir uns eigentlich diesem wichtigen historischen Ereignis erinnern. Und mit diesen Worten bitte ich Professor Neumann uns Neumeier auf die Reise zu begleiten in das Werk. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulf Meier.
Bevor ich das tue, möchte ich doch etwas zur Vorgeschichte referieren, was vielleicht nicht ganz unwichtig ist für meine Betrachtung, die sich wohlgemerkt nur auf die Formcharakteristik bezieht und deren Interpretation. Und diese Interpretation der Formcharakteristik bin ich natürlich nicht der Erste, der das wagt. Und es gibt so Standardreferenzen, auf die ich auch zurückkommen werde, wie Konstruktivismus, Suprematismus und so weiter. Aber es gibt auch, so meine ich, und das wäre vielleicht ein neuer Aspekt zu dieser Diskussion, auch Dinge, die man im Werk von Mies selbst finden kann, die eine mögliche Erklärung für diesen einzigartigen Entwurf liefern, der im Werk von Mies auch einzigartig dasteht, der ja auch als Bauaufgabe einzigartig ist, denn es ist nicht nur ein Gedenkstein, sondern eine Memorialstätte, die auch als Erinnerungsort und nicht nur als Andachtsort benutzt wurde. Das sieht man ganz deutlich. Es gibt ja auch so eine Art Tribuna dort, eine Rednertribüne. Es führen Stufen herauf. Also es ist eine, wenn man so will, begehbare Großskulptur, die architektonische Charakteristika hat. Und um das zu verstehen, möchte ich heute ein paar Interpretationsversuche hier von mir geben. Zur Vorgeschichte sei erwähnt, dass 5 Jahre nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von der KP ein Denkmalkomitee gebildet worden sei zur Errichtung einer Denk- und Mahnstätte. Und Wilhelm Pieck habe 1925 die Skulptur von Rodin, La Génie de la Guerre, vorgeschlagen, die vor einer Wand oder vor Mauer aufgestellt werden sollte. Eine Skulptur, die an die Niederschlagung der Pariser Kommune erinnert. Und das wurde aber viel zu teuer, sodass also dieser ganze Denkmal, die Denkmalidee zunächst einmal liegen blieb. Und Pieck hat auf jeden Fall eine Mauer als Bestandteil des Denkmals vorgeschlagen, weil eben Erschießungen zumeist an einem solchen Ort stattfanden. Und zugleich sollte die Mauer auch an die Kremlmauer in Moskau erinnern, wo etliche russische Revolutionäre bestattet wurden. Noch vor einem konkreten Entwurf erfolgte schon eine Grundsteinlegung. Man wusste noch gar nicht, wie das Denkmal aussieht. Wir wissen auch nicht, ob Mies damals schon den Auftrag gehabt hat. Aber man kann festhalten, dass die Idee einer Mauer oder Wand quasi zu einer Vorgabe dieses Denkmals wurde. Und von Mies wissen wir nur, dass eben ihm dieser Auftrag, ein Denkmal zu entwerfen, über den Kulturwissenschaftler, muss man sagen, auch KPD-Funktionär Eduard Fuchs, der sogenannte Sittenfuchs, der eine illustrierte Sittengeschichte in den 20er Jahren herausgebracht hat, der das von Mies erbaute Haus Perls von 1910 in den 20er Jahren dann bezogen hat und der Mies dann zu einer Gelegenheit wegen seiner Umbaupläne ins Haus gebeten haben soll. Und bei dieser Gelegenheit habe Eduard Fuchs auch Mies einen Entwurf vorgelegt und Mies hat dann auch gegenüber dem McCarthy-Ausschuss, dem er ja auch aussagen musste, erwähnt, dass Fuchs ihn mit dem Denkmalsentwurf beauftragt habe. Ich zitiere hierzu das, was wir wissen, wo Mies sagt: "One of the first houses I built was for Hugo Perls in Berlin. Mr. Perls sold his house in the early 20s to a Mr. Eduard Fuchs. After discussing his house problems with Mr. Fuchs, then he said he wanted to show us something. It was a huge stone monument with Doric columns and medallions of Luxembourg and Liebknecht. When I saw it, I started to laugh, and I told him it would be a fine monument for a banker." So, also das hat offensichtlich den Auftrag gegeben, dass Eduard Fuchs dann gesagt hat, dann bitte entwerfen Sie doch etwas. Und offensichtlich ist über diese
Begegnung die ganze Geschichte ins Rollen gekommen. Das Resultat war dann eben eine Skulptur, die als Wand konzipiert ist, mit vorspringenden und zurückgesetzten Blöcken aus Hartbrandziegeln, Oldenburger Klinkern. Und an dem Entwurf und auch an der Ausführung soll auch der Bildhauer Herbert Garbe beteiligt gewesen sein, über den ich Ihnen leider so gut wie gar nichts sagen kann. Es war ein expressionistischer Künstler, der auch weibliche Akte gemacht hat, die so ein bisschen an Lehmbruck erinnern. Das war ja einer der bevorzugten Bildhauer von Mies. Er ist aber auch 1933 in die Nazi-Partei eingetreten und ist dann bekannt geworden, dass er 1935 einen Kopf von Mussolini modelliert hat. Also ich glaube, dass seine Beteiligung, wenn ich das richtig einschätze, an diesem Projekt doch sehr marginal gewesen sein muss. Was wir haben, ist der Plan, den Sie hier sehen, datiert vom 20. April 1926. Es ist die Baueingabe. Und die Baueingabe ist ein Plan, auf dem der überschrieben ist, Denkmal der Revolutionsopfer auf dem Friedrichsfelder Friedhof bei Berlin. Es gibt in diesem Plan keine Materialangabe. Wir sehen auch nicht die Einfassung, die ausgeführt wurde. Und es gibt noch andere Details, auf die ich hinweisen möchte. Am 13. Juni fand die Enthüllung des Denkmals statt. Da war es noch nicht fertig. Und am 11. Juli wurde es dann feierlich eingeweiht. Diese Daten, zumindest die Enthüllung, sind für uns, glaube ich, wichtig, weil nämlich dieser Plan vom 20. April 1926 das zeigt, was das Denkmal nicht geworden ist. Können wir das nächste Bild haben? Und wenn man die Zeichnungen sieht, wenn man die Horizontalen verlängert, so ergibt sich auch, was den Schnitt betrifft, keine Übereinstimmung mit dem, was die Ansicht zeigt. Die Ansicht zeigt auch nicht das, was das endgültige Denkmal ist. Es ist also eine Vorstudie, es ist nicht der endgültige Entwurf. Und wir sehen, dass der Entwurf im Fotovergleich auch das Schnitt und Ansicht nicht übereinstimmen. Auch wird nichts über die Konstruktionsart ausgesagt. Und man sieht schon deutlich, wenn man das mit dem Foto vergleicht, dass die Auskragungen viel markanter artikuliert sind. Wir haben einen anderen Plan, der also nach dem 20. April angefertigt werden muss, der dem fertigen Zustand fast genau entspricht. Es fehlen die Treppenstufen. Darauf möchte ich hinweisen, was sehr wichtig ist. Und dieser Plan zeigt die Tiefenstaffelung dieser Blöcke mit kleinen Zahlenangaben, die aber, soweit ich das richtig verfolgen konnte, auch nicht in sich kongruent sind. Es wird keine Nullebene angegeben, sondern immer Minus- und Pluszahlen für das Vorspringen der Blöcke. Was wir aber auch sehen hier ist, dass es eine Ziegelkonstruktion jedenfalls in der äußeren Erscheinung ist, denn die Ziegellagen sind genau eingezeichnet. Dieses Projekt zeigt auch einen Fahnenmast, was wir in der Baueingabe nicht gesehen haben. Das hat im Übrigen auch dazu geführt, dass dieser Fahnenmast wieder demontiert werden musste, weil die Baubehörde das reklamierte, weil es nicht Bestandteil der Baueingabe gewesen ist. Ich will versuchen, dieses Denkmal ein bisschen zu charakterisieren, denn erst dieses Foto oder eines dieser Fotos aus der Zeit gibt näheren Aufschluss über das, was dieses Bauwerk eigentlich ist. Es ist eine begehbare Skulptur, das ist mir sehr wichtig. Und ich möchte sagen, das, was das Neue ist, es ist eine monumentale und zugleich dynamische Formation. Ich möchte nicht sagen Form, das Wort Formation werde ich nachher noch näher erläutern, aus asymmetrisch gelagerten, diagonal gegeneinander verschobenen, in sich zusammenhängenden Blöcken aus Ziegelstein. Die Schattenfugen sind sehr wichtig, sowohl für die Plastik, aber auch für die einzelnen Steine. Die Fugen sind sehr tief und dunkel vermörtelt. Das lässt die Steine auch in ihrer Individualität, die sie ja auch darstellen,
weil es Torfbrandklinker sind, die eine sehr unregelmäßige Oberfläche haben, auch besonders plastisch erscheinen. Das Material tritt also tatsächlich wirklich kraftvoll in Erscheinung. Und diese Blöcke werden durch eine Rollschicht unten und eine Binderschicht oben eben auch in ihrer Eigenständigkeit betont. Für das Auge schweben diese dreidimensionalen, schwer gelagerten Blöcke oder besser gesagt, sie befinden sich in der Schwebe. Zugleich drängen sie auch in die Horizontale über sich hinaus, was ich auch sehr wichtig finde, in den Raum, als ob sie unter dem eigenen Einfluss der Schwere und dem Druck ihres eigenen Gewichtes sich horizontal verschieben. Für die dynamische Wirkung ist dieses Schieben und Drängen und sich Überlagern dieses Objektes sehr wichtig. Es hat eine starke horizontale Energie, die sich allmählich ausbreitet. Und es gibt eben keine Betonung der Vertikalen, außer diesem Fahnenmast, der nachträglich angebracht wurde. Es gibt keine tektonischen Abhängigkeiten im Sinne, wer trägt wen, sondern hier kann man wirklich sagen, alles wird getragen und alles trägt sich selbst. Das ist quasi das, was ich mit Formation meine, eine kollektive Form oder eine Kollektivität, die diese Blöcke bilden. Sie folgen keiner Funktionslogik, sondern es wird ein 3D-Bild elementarer, ursprünglicher Gegenwart von Masse erzeugt, die aus der Geschlossenheit eines großen Formganzen heraustritt und sich quasi selbst organisiert. Dieses Formganze zerlegt sich vor unseren Augen in tragfähige Segmente, die im Inneren der Mauer auf unsichtbare Weise miteinander verbunden sind und sich gemäß ihren eigenen Kräfteverhältnissen organisieren. Es entsteht keine additive Reihe, sondern eben ein dynamisches Gleichgewicht ungleichgewichtiger Massen, die durch die haptische Präsenz des Materials zugleich konkret fassbar und auch monumental entrückt erscheinen. Das ist das, was ich meine, dass das Formganze sich hier in eine Formation verwandelt und dass diese horizontale Bewegung darin mich ein wenig an Plattentektonik erinnert, an Ablagerung und schiebende Blöcke. Es entsteht quasi eine Massenbewegung, eine Art, wenn ich so sagen darf, Mobilisierung der Masse. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht zu spekulativ ist, das mit der Kommunistischen Partei und der Massenbewegung in irgendeine Beziehung zu setzen. Der Appellcharakter, den dieses Denkmal unzweifelhaft hat, ergibt sich aus dem Schweben oder besser aus der Schwebe. Für mich drängt sich hier transzendentalphilosophisch gesprochen etwas in die Existenz, tritt subjektiv vor oder zieht sich zurück. Und ich finde es als eine Existenz in der Schwebe, die sich hier ausdrückt, zugleich aber auch als ein unübersehbar geerdetes, absichtsvolles Ganzes. Diese Charakteristik ist das, was für mich diese Baulichkeit prägt. Mies hat in den Skizzen auch sich, bitte das nächste Bild, mit der Beschriftung beschäftigt auf seinen Skizzen. Es gibt insgesamt 8 Blätter im Museum of Modern Art. 2 davon habe ich Ihnen schon gezeigt, wo meistens dann draufsteht, den toten Helden der Revolution. Das sollte offensichtlich auf dem linken breiten Stein in der unteren Lage angebracht werden. So lassen es die Skizzen erahnen. Und dieser Spruch von Freiligerath, ich bin, ich war, ich werde sein, wurde dann hier nur, ich glaube, in Papier oder improvisiert aufgebracht. Die Frage nach dem Formideal und seinem Kontext und den Einflüssen, die für dieses einzigartige Objekt maßgeblich gewesen sein könnten, kann man in zweierlei Kontexten suchen. Einmal im Umkreis der Ismen der Avantgarden seit 1910, und das hat auch
die Literatur über dieses Denkmal bisher auch nur gemacht, nämlich Konstruktivismus, Neoplastizismus, De-Stijl-Bewegung, Suprematismus. Wobei Mies sich von der De-Stijl-Bewegung eigentlich auch immer distanziert hat, obgleich er ja 1924 eingeladen wurde zu der De-Stijl-Ausstellung in Paris in der Galerie Fonds Moderne. Und der andere Aspekt, der sozusagen, den ich hinzufügen möchte zu dieser schon konventionalisierten Avantgarde-Kontextualisierung, ist das, was sich im Werk von Mies Ende 25 bis Mai 26, denn das ist die Phase, wo dieses Denkmal wirklich dann als Entwurf Gestalt angenommen hat, was sich da in Mies' Werk abzeichnet und was man dafür vielleicht heranziehen kann. Beginnen wir also mit dem Avantgarde-Kontext der Ismen. Und zuvor, bevor wir das tun, möchte ich ein Denkmal, ein Grabmal von Mies hier zeigen, das er 1912 oder 14, glaube ich, gemacht hat für Laura Perls, die 1919, entschuldigen Sie, wo Sie auch eine monumentale Schichtung von Blöcken sehen. Hier aber gibt es eine klare Tektonik und es gibt in der Vertikalen eine rhythmische Abfolge von dem schweren Block, das sich wieder proportional unterteilt. Und es ist eine Skulptur, die ich zugleich sozusagen als schwer und in den Boden eindringend empfinde und zugleich hat sie aber auch wieder etwas, was in der Schwebe ist. Ich glaube, diese Fähigkeit, die kennzeichnet ja auch Miesche Architektur überhaupt, dass sie immer monumental ist und zugleich aber auch transparent und offen ist. Und Mies, das zeigt uns die Berliner Nationalgalerie am besten, ist, glaube ich, der einzige Architekt im 20. Jahrhundert gewesen, der es geschafft hat, diese Widersprüche, die wie Feuer und Wasser in der Kunst sind, miteinander zu verknüpfen und die auch ideologisch natürlich völlig konträr waren. Denn auch heute noch in unseren Architekturdiskussionen klingt das ja durch, Transparenz sei demokratisch und Stein und Monumentalität schon mehr oder minder faschistisch. Also diese beiden architektonischen Kategorien zusammenzubringen, das ist, glaube ich, eine der großartigen künstlerischen Leistungen, die Mies in seinem ganzen Leben geschaffen hat. Lassen Sie uns ganz kurz bitte das nächste auf ein Bild werfen, das, glaube ich, auch hier schon herangezogen ist von Kasimir Malevich, ein Gemälde von 1915, das 8 Rechtecke zeigt. Man kann auch in dem Mies-Denkmal 8 Blöcke erkennen, die vorne liegen. Ich würde jetzt die Bilder, die ich Ihnen zeige, eigentlich alle unter die Überschrift stellen, das Fliegenlernen. Ja, die Begeisterung für die Moderne. Und das Fliegenlernen ist genau das Gegenteil von dem, was Mies will. Mies wollte niemals fliegen lernen. Er will immer beide Beine auf der Erde haben, wie er das so schön in dem Vortrag 1924 gesagt hat. Wir wollen mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen, aber unseren Kopf wollen wir in die Wolken recken. Diese sozusagen, die nur ihren Kopf in die Wolken recken wollten in der Avantgarde, waren ihm immer suspekt und er hat sie zur Kenntnis genommen, aber es hat ihn nie wirklich berührt. Und darum glaube ich auch, dass solche formalen Bezüge wie etwa auf dieses Bild doch sehr oberflächliche Bezüge sind. Es sind schwebende Flächen, es sind keine schwebenden Blöcke. Und das Entscheidende auch in all den Bildern, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist, dass die Diagonale eine zentrale Rolle spielt. Die Diagonale steht für die Verneinung des aufrechten Gangs, die Vertikale als elementares Ordnungsprinzip und Schwerkraftachse. Und noch nicht, bitte, lassen wir das noch stehen. Als grundsätzliche Bedingung der Orientierung. Und von Malevich kennen wir auch den Satz, dass er sagt, man müsse den Absolutheitsanspruch der Vertikalen aufheben, um ein neues Formenrepertoire zu entwickeln. Und er referiert auf den Flugzeugblick von oben und Beziehungen zum Raumgefühl des Fliegers. Er spricht an einer Stelle auch sogar von einer aeronautischen Existenz. Also das ist alles sozusagen in der Auseinandersetzung, wie komme ich von
von der Erde weg und wie komme ich? Und das ist ja moderner Architekt wie Le Corbusier, wissen wir, dass er auch die Augen, die nicht sehen, dem Architekten die Flugzeuge und Schiffe vorgehalten hat. Also das gehört gewissermaßen zum Standardrepertoire der Avantgarde, spätestens seit 1914, seit das Werkbuch, Jahrbuch, diese Kollektion von Flugzeugen, Dampfschiffen und so weiter, Automobilen gezeigt hat. Das nächste ist De Stael. De Stael hat eigentlich mit Plastik überhaupt wenig zu schaffen gehabt. Das ist eine Skulptur von Fantongalo 1919, die einen additiven Aufbau hat, eine Betonung der Vertikalen, die wiederkehrende Transformation von Elementen zeigt, vom Quadrat im Zentrum, das da gewissermaßen durchdekliniert wird, möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt mit Mies in Beziehung bringen, obgleich es eben eine abstrakte, aus Blöcken geformte Skulptur ist, die aber doch ganz andere Erscheinungsmerkmale hat als das von dem Miesschen Denkmal. Die nächsten. Oder noch einmal Fantongalo, diesmal horizontal gerichtet und dann eigentlich das, was für De Stael typisch ist, die schwebende Platte. De Stael beschäftigt sich ja mit der Oberfläche, die entmaterialisiert wird. Deshalb nennen sie das ja auch Neoplastizismus. Es ist die reine Fläche, die das Ideal ist für die Gestaltung des De Stael und nicht der Kubus und die Masse. Ein anderer, bitte die nächste Künstler, der auch herangezogen worden ist, ist natürlich Lisicki, hier mit zwei Arbeiten von 1919 und 1920, der dem Suprematismus zuneigt und der hier auch von der Überwindung des Fundaments spricht, also diese Malevitsche Formel aufgreift, die Überwindung der Erdgebundenheit und der die labile Bildwirkung sucht. Also das, es ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was das Tektonische in der Architektur will, nämlich aus dem Bild der Festigkeit einen Ausdruck zu generieren, sondern das genau in Frage zu stellen und eine neue dynamische Formsprache zu entwickeln. Das Mies, das eben schafft, so eine Dynamik mit der Integration der Erdenschwere ist sozusagen das, was ihn von diesen Arbeiten unterscheidet. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass das auch Mies interessiert und auch inspiriert hat. Er war natürlich sehr kunstinteressiert, er kannte natürlich diese Arbeiten auch, er kannte auch Lisicki, er war auch mit Malevich, glaube ich, kurz persönlich bekannt. Also da spricht einiges dafür. Aber das sind Inspirationsquellen, die, glaube ich, für den Denkmalentwurf zu seiner Erklärung nicht unbedingt zielführend sind. Bitte das Nächste. Es geht ihm eigentlich auch um eine Verrätselung der Elemente, Scheibe, Stab, Kubus. Das ist der berühmte Braunen- oder Pronenraum, der auf der großen Berliner Kunststellung 1923 gezeigt wurde, von der Novembergruppe, wenn ich mich nicht irre, in der auch Mies ausgestellt hat. Das kannte er natürlich. Und noch einmal die nächsten, bitte. Malevich natürlich, das, was dem Denkmal vielleicht am nächsten kommt mit seinen Architektonen oder Planeten, wie er sie nannte. Sie werden bewusst auch auf schwarzen Hintergrund gesetzt, sodass sie eben diese aeronautische Existenz haben. Sie könnten sich im All befinden. Sie schweben irgendwo im Nichts oder im All vor uns. Und das ist eben das, was er sucht, diese Negation des Bezugs zur Erde, das völlig aufzugeben. Das hat natürlich Mies auch gekannt. Und Malevich spricht auch davon, Schwerelosigkeit zu erreichen sei das höchste Ziel der Technik. Und nicht nur technisch, sondern auch metaphysisch im Bereich der Seele ist der Mensch schwerelos, schreibt er. Die Malevich-Ausstellung, auf der diese Dinge gezeigt wurden, war allerdings erst wieder auf der großen Berliner Kunstausstellung im Jahr 1927. Da hat es das Denkmal schon gegeben und man könnte eher im Umkehrschluss fragen, ob nicht Malevich
von dem Mieschen Denkmal inspiriert worden ist, als umgekehrt. Doch darüber wissen wir wirklich nichts. Das sind alles Spekulationen, die mehr oder weniger plausibel, aber auch erscheinen, aber auch stets hinterfragt werden könnten. Ich füge noch einen anderen Aspekt hinzu, Stichwort Avantgarde, nämlich Bauhaus und den Baukasten. Das ist ja dieses Baukastenprinzip, das Gropius mit Fred Vorbart 1925 entwickelt hat, das auch 1925 im Buch publiziert hat. Und wenn man das so liest, hier sehen wir Blöcke, die sich miteinander verschränken, die verzahnen, unterschiedliche Höhen haben. Links zeige ich mal einen von diesen berühmten Bauhaus-Baukästen. Aus denen könnte man, glaube ich, auch irgendwie ein Modell dieses Denkmals sich zusammenbasteln. Kommen wir also auf Mies selbst zu sprechen. Bitte das Nächste. Zunächst einmal, was auch andere vor mir bereits getan haben, der Hinweis auf dieses Landhaus in Backstein von 1924, auch auf der großen Berliner Kunstausstellung Novembergruppe gezeigt, dass eben das Haus auflöst in Blöcke und einen unglaublichen Grundriss hat, in dem gewissermaßen mit Wandsteinen ein, zwei, maximal drei, die zusammenstoßen, überhaupt ein Grundriss erzeugt wird, der zugleich abstrakt ist, aber auch an Schinkel erinnert. Das ist natürlich ein Projekt, wo diese Blöcke in Bewegung gekommen sind und das Haus als eine Komposition mit den einzelnen Räumen aus Blöcken gedacht wird. Das Thema ist ja die miteinander verschränkten und verzahnten Blöcke in des Denkmals. Bitte das Nächste. Es gibt nur ein einziges Projekt im Werk von Mies, das mit dem formalen Kriterium schwebender, ineinander verzahnter Blöcke und einer kubischen, begehbaren Skulptur irgendwie stark übereinstimmt. Und das zeige ich Ihnen auf der rechten Seite, wo man vielleicht eine formale Ähnlichkeit auch sehen kann. Das ist Mies, 1:1. Und wenn wir das nächste Bild sehen, dann sehen wir, wo es herkommt. Nämlich es kommt aus dem ersten Massenmodell für das berühmte Projekt für die Werkbundausstellung Weißenhof in Stuttgart, die 1927 eröffnet wird. Dieses Modell, und das ist der Punkt, den ich interessant finde, wird im Oktober, jedenfalls die Zeichnung unten des Lageplans zu diesem Modell, wird im Oktober 1925 gefertigt. Das ist um etwa die Zeit, als Mies mit Eduard Fuchs redet und der ihm sagt, mach du doch mal einen Entwurf. Es ist die Zeit, in der Mies anfängt, sich mit dem Denkmal zu beschäftigen. Und Sie sehen hier eine begehbare, wenn Sie so wollen, eine bewohnbare Großskulptur, die aus Blöcken geformt ist, die ineinander verschmelzen. Es gibt eine Hierarchie von größeren Einheiten. Oben eine Art Stadtkrone. Und man könnte sagen, hier sehen wir die Stadt als eine begehbare, bewohnbare Skulptur. Begehbare Skulptur ist das, was uns wieder mit dem Denkmal verbindet. Es hat nichts Schematisches, nichts Nivellierendes, nichts von der Öde des heraufziehenden modernen Zeilenbaus. Wenn man an Törten-Dessau denkt, das von Gropius, das zu dieser Zeit in der Planung ist. Es ist eine plastische, rhythmische Erscheinung der Stadt, in der Zeit und Raum nicht gründlich berechnet und zugeschnitten sind, sondern es ist eine Formation wieder, wie ich das nennen möchte. Und ineinandergreifende Volumen, die wie gewachsene, eine Agglomeration, die wie gewachsen erscheint. Und Mies spricht auch in einem Vortrag im März 1926 davon, dass unsere Städte organisch gestaltet werden müssen. Also ich glaube, das ist ein Beispiel für das, was Mies unter organischer Gestaltung verstanden hat. Und es gibt noch ein Indiz, das mich in dieser These bestärkt, das ich Ihnen gleich zeigen werde. Das ist der Plan. Und jetzt zeige ich Ihnen den nächsten Plan. Das kann man vielleicht nicht so ganz gut erkennen, nämlich was aus diesem ersten Plan geworden ist.
Plan musste parzelliert werden, weil es einzelne Grundstücke geben muss, sozusagen als Konsequenz aus dem Privateigentum am Grund und Boden. Alles wurde begradigt, es gibt keine gekurften Baukörper mehr. Mir erscheint auch vielleicht die Dichte etwas geringer, aber da mag ich mich täuschen. Und es gibt keine gemeinschaftliche Überlagerung mehr, wie wir das bei den anderen haben, wo man sozusagen an Terrassenhäuser denkt. Das ist ja wie eine Agglomeration von Terrassenhäusern, eine dreidimensionale Landschaft, die begehbar ist, die irgendwie mediterrane Assoziationen in einem wachruft. Und wenn man daran denkt, dass die Nazis dann wenige Jahre nach der Eröffnung diese berühmte Fotomontage gemacht haben, in dem sie mit Kamelen und Arabern und das dann eine Arabersiedlung genannt haben, dann ist es eigentlich ein Kompliment. Ein großes Kompliment, denn diese Siedlung hat gleichsam Qualitäten, räumliche und Lebensqualitäten, die uns an südliche Lebensgemeinschaften und an eine Architektur erinnern, die gewissermaßen ohne Stadtplanung zustande gekommen ist. Und das ist auch das, was Mies in dieser Zeit besonders stark beschäftigt, nämlich der Begriff der Ursprünglichkeit und der Form, die vom Leben gestaltet wird. Also Plan 1 und 2 verglichen. Jetzt zeige ich Ihnen, und das ist sozusagen eine Unterstützung für meine These. Das ist die erste Doppelseite aus dem offiziellen Buch 1927, Bau und Wohnung zur Stuttgarter Weißenhofaufstellung. Und wenn Sie es aufschlagen, sehen Sie diese beiden ursprünglichen Modelle, die nicht dem gebauten Zustand entsprechen. Erst auf Seite 7 oder 8 kommt dann ein Plan, ein Lageplan, der die aktuelle Lage der Gebäude einzeichnet. Also Mies nimmt dieses als Eröffnungsbild und er schreibt im Vorwort etwas, zwei Sätze, die ich daraus zitieren muss, unbedingt, wo er schreibt: Es ist nicht ganz zwecklos, heute ausdrücklich hervorzuheben, dass das Problem der neuen Wohnung ein baukünstlerisches Problem ist, trotz seiner technischen und wirtschaftlichen Seite. Es ist ein komplexives Problem und deshalb nur durch schöpferische Kräfte, nicht aber mit rechnerischen oder organisatorischen Mitteln zu lösen. Aus diesem Glauben heraus habe ich heute daher alle gültigen Schlagworte wie Rationalisierung und Typisierung für nötig gehalten, ist diese Aufgabe aus der Atmosphäre des Einseitigen und Doktrinären herauszuheben. Sie sehen, das ist eine klare Distanzierung von diesem schematischen Zeilenbau, der gerade im Begriff ist, die Architektenhirne zu erobern. Und ich möchte sagen, man könnte dieses Stuttgarter Modell, was wir oben sehen, als Skulptur auch als eine Art Denkmal begreifen. Es ist ein Denkmal, das an die Ursprünglichkeit gemeinschaftlichen Wohnens erinnert, in dieser Art von Agglomeration. Und es ist zugleich eine Ermahnung oder, wenn ich so sagen darf, auch eine Warnung vor den Fehlplanungen, die erst noch kommen sollten. Es erinnert daran, dass Städtebau, anders als Planung, sich der Mittel der Kunst nicht entbehren kann und sich dieser Mittel erinnern muss. Und das ist genau das, was Mies in seinem Vorwort sagt. Diese ganze Geschichte und die Ausstellung in Stuttgart galt sozusagen dem State of Art in der Technik des Wohnungsbaus vorzuführen. Dass er als erstes sagt, ich muss ausdrücklich darauf hinweisen, dass das nicht ein technisches Problem ist, sondern ein künstlerisches. Das halte ich für eine ganz wichtige Aussage. Und dass er das mit diesem Foto von diesen beiden Modellen untermauert, die er nicht hat realisieren können, die uns aber formal sehr nah an das Denkmal für Liebknecht und Luxemburg erinnert. Bitte das Nächste. Ein Vorbild hierfür könnte tatsächlich etwas Mittelmeerisches gewesen sein. Nämlich, ich zeige Ihnen hier, was Mies unter organischer Stadt verstand. Eine Abbildung aus dem Buch von Leo Frobenius, Das unbekannte Afrika.
ein Buch des Mies gehabt hat. Möglicherweise hat er Leo Frobenius auch persönlich kennengelernt. Der hat sich nämlich im Gästebuch vom Haus Riehl am 5. Juli 1913 eingetragen. Zu dieser Zeit ging Mies im Haus Riehl ein und aus. Und dieses Bild ist diesem Buch entnommen. Und wenn wir Sergius Rügenberg glauben dürfen, einen ehemaligen Mitarbeiter von Mies aus den Jahren von 1925 bis 1931, so lag dieses Buch bei Mies auf dem Tisch und er hat es 1923 herangezogen, um seinen einzigen Lichtbildervortrag in Berlin, den er im Dezember 1923 gehalten hat, der in der Bauwelt dann abgedruckt hatte, wurde zu bebildern. Und in diesem Vortrag, gelöste Aufgaben, ist der Titel eine Forderung an unser Bauwesen, geht es gewissermaßen um die Ordnung des Ursprünglichen und gegen eine Verkunstung und eine Vermechanisierung der Baukunst. Das sind die beiden Gegner für Mies, diese Verkunstung und auf der anderen Seite die starke Mechanisierung. Und in dem Vortrag, ich kann da jetzt aus Zeitgründen nicht draus referieren, aber spricht er davon, er möchte den Blick über, Zitat, den ganzen Stein gewordenen Irrsinn und über den ästhetischen Schutthaufen Europas hinweg auf das elementare, sogenannte primitive Bauen indigener Völker lenken. Und dort findet man Ursprünglichkeit, innere Echtheit und einleuchtende Klarheit als Kriterien für das, was er da die Urgestalt nennt und als Garant für die Echtheit lebendiger Baukunst. Also um diese Dinge geht es. Es geht ihm nicht darum, irgendwie à la Malevich oder sonst wie die Erde zu verlassen, sondern es geht ihm darum, genau um das, was auf der Erde im Bauen tatsächlich geschieht und nach welchen Prinzipien dies geschieht. Und der Wohnungsbau ist natürlich dafür eine ganz zentrale Kategorie. Übrigens 15 Jahre später, 1938, kommt er noch einmal auf diese wenn ich so sagen, oder diese indigenen Bauten, sagen wir heute. In dem Vortrag zeigt er eine Blatthütte, ein Eskimo-Haus und so weiter, wo er dann sagt, in seiner Antrittsrede in Chicago 1938, wir wollen die Studenten in die gesunde Welt primitiver Bauten führen, dort, wo noch jeder Beilhieb etwas bedeutet und wo ein Meißelschlag eine wirkliche Aussage war. Ein wunderbarer Satz, wo jeder Beilhieb noch etwas bedeutet und ein Meißelschlag noch eine wirkliche Aussage war. Ich komme auf diesen Meißelschlag gleich zurück. 1926 hält er übrigens auch noch einen Vortrag, auf den ich schon hingewiesen habe, in dem er noch einmal das betont. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Also Mies am Ende des Jahres 1926, Anfang zu der Zeit, als er diesen Entwurf macht, ist mit einer kritischen Distanz zu dem, was in den Kunstprojekten der Avantgarde passiert, in den Sachen der Architektur. Und er möchte eigentlich, das nennt sich ja auch dann die Zeitschrift, elementare Gestaltung, Bauen wieder zu dem machen, was Bauen immer war und sein sollte. So heißt es ja in seinen Manifesten. Er möchte eigentlich an einer essentiellen architektonischen Haltung zurückfinden. Und zu dem Thema Form schreibt er ja dann auch 1927 in diesem schönen Brief an die Redaktion der Werkbundzeitschrift diesen wunderbaren Satz, nur Lebensintensität hat Formintensität. Also keine abgehobene Kunst, keine, wie soll ich sagen, redundante, hirnlose Technik, sondern baukünstlerische, das Baukünstlerische selber wieder in den Vordergrund zu bringen. Das nächste Bild zeigt uns das Haus Wolf. Im Oktober 1925 entworfen, also zur selben Zeit, als Mies auch das Modell und den Plan für die Stuttgarter Werkbundsiedlung auf dem Tisch hat. Und dieses Haus Wolf ist ja auch schon eine begehbare, bewohnbare Skulptur, so kann man sagen, wie es über den Terrassen kulminiert. Es ist ein Ziegelbau, der aus einfachen Kuben gebildet wird.
und der gewissermaßen auch in diesen Kontext gehört. So, schauen wir noch an, dann, was nach dem Denkmal in Miesscher Architektur passiert. Hier sehen Sie noch einmal das Haus Wolf. Nächsten bitte, das kennt ja aber auch jeder. Die beiden Häuser in Krefeld muss man natürlich unbedingt nennen, das Haus Lange und Esters. Hier ist allerdings erst die Auftragsvergabe 1927 und der Baubeginn im Oktober 1928. Also hier ist das Schieben der Blöcke, das wir aus dem Denkmal her kennen, in einem Wohnbau wieder zu finden, diagonal gegeneinander verschobene Blöcke, ineinandergreifend, ein monumentales Bauwerk, und trotzdem können Sie von außen, von innen nach außen und innen nach außen durchschauen. Es sind wunderbare Häuser, die ich jetzt hier besser kein Wort mehr verliere, weil mir dann die Zeit noch mehr davonrennen wird. Und es sind Terrassen, die sich herumlagern. Wenn wir uns das nächste Bild anschauen, sehen wir das noch einmal ganz deutlich. Ein Unterbau mit wenigen Stufen, auf dem das Ganze liegt, und dadurch kriegt es seine Ruhe und seine Monumentalität. Und dann gibt es große Fensteröffnungen. Zum Teil kann man die Fenster auch per Knopfdruck völlig herunterfahren. Der Grundriss ist interessant, denn er zeigt, wie hier die Blöcke ineinander verschränkt werden. Und ich habe diesen Grundriss mal damit versucht zu charakterisieren, dass ich gesagt habe, es erinnert an aufgezogene Schubladen. Es ist wie eine Schublade über den nächsten, als wenn man einen Schrank hat. Und dadurch werden sie verzahnt, dadurch stoßen sie weiter in den Raum vorm. Und es gibt auf der linken Seite jeweils einen Block mit den Wirtschaftsräumen, der gewissermaßen die feste Kontur hat. Und die Wohnräume schieben sich in den Raum hinaus mit diesen Schubladen. Wenn wir uns das Denkmal anschauen, so könnte man auch hier meinen, es gibt Schubladen ein wenig oder es gibt Terrassen. Es erinnert an dieses. Diese Blöcke, dieses Begehbare, jedenfalls von der Vorstellung, aber auch praktisch im unteren Bereich. Und wenn man sich historische Fotos ansieht, kann man auch erkennen, dass das auch so benutzt wurde. Das in diesen Kontext gehört. Das also, dieses Denkmal, könnte man noch sagen, ist ein Modell für eine Terrassenbauanlage und hat jedenfalls irgendetwas damit zu tun. Damit lasse ich diesen Aspekt beiseite und komme auf den letzten Aspekt, der mir auch wichtig erscheint, und damit auf den Meißelhieb, der mir näher liegt. Das ist nochmal das Grabmal für Laura Perls, und rechts zeige ich Ihnen eine ganz reguläre Steinschichtung, wie man durch unterschiedliche Formate, Blöcke eben eine solche Struktur und Lebendigkeit und Aussage in eine solche Skulptur bringen kann und damit eine Formation machen kann. Ein Aspekt, den wir nicht vergessen sollten, glaube ich, ist der, dass Mies in einem Steinmetzbetrieb groß geworden ist. Der Stein ist für ihn etwas Wichtiges gewesen, und ich glaube, der Stein hat auch eine gewisse Bedeutung für seine Formvorstellung. Und ich möchte nicht von dem Stein sprechen, sondern, wenn wir wieder den Begriff der Formation verwenden, besser von dem Gestein. Ich glaube, das Gestein und seine Formation und das, was sich dort in Schichten abbildet, hat auch einen Einfluss auf dieses Denkmal und seinen Entwurf gehabt. Das nächste Bild bitte. Wenn man das nebeneinander legt, es ist sozusagen die organische Formation vom Leben selbst gebildet. Wir kennen in der ländlichen Architektur das Bruchsteinmauerwerk, das zusammengelegt wird, wo unterschiedliche Formate übereinander geschichtet werden. Und das Bruchsteinmauerwerk ist natürlich etwas, was man für ein ländliches Bauwerk richtig finden würde, aber nicht für ein urbanes und was sozusagen dem Industriearbeiter auch gewidmet ist. Da ist natürlich der Ziegelstein das naheliegende Material. Und diese Gesteinsformation,
die erscheinen auch ja zum Teil so, als hätten sie sich selbst gebildet. Und es gibt auch selbstgebildete Steinformationen, werde ich Ihnen gleich zeigen. Das nächste, noch einmal so eine Bruchsteinmauer. Was passiert, wenn man die Fugen tiefer legt und herauskratzt? Die Blöcke kommen tatsächlich irgendwie ins Schweben und fügen sich zusammen und bilden eine Einheit. Was mir aber im Zusammenhang mit Gestein noch wichtig ist, ist letztlich dieser Begriff der Plattentektonik. Und ich glaube, dass Mies davon eine Menge verstanden hat, denn Gestein ist ein Phänomen, das aus der Plattentektonik, nämlich aus der Schichtung der Erdkruste herkommt. Und wer mit Steinen arbeitet, der holt das aus dieser Erdkruste heraus. Und ich zeige Ihnen hier links eines der grandiosen Fotos, die Renger Patsch gemacht hat in seinem wunderbaren Buch über Steine. Und wo man, das sind so, ich glaube, Solnhofener Platten, also Kalksteine, das ist von der Natur so gebildet. Und rechts sehen wir, wie solche Steinmuster auch im Bau verwendet werden. Das heißt, die organische Formation, die sozusagen von der Natur, vom Leben selbst geschaffen wurde, bekommt auch eine gewisse formale Qualität als Vorbild oder sagen wir besser als Inspiration, der man nachgeht, indem man diese Schichtung der Schollen, in denen sich die Erdgeschichte abgelagert hat und Informationen wiederbildet, als einen, wie soll ich sagen, Anregungsfall nimmt, in der Art und Weise, wenn man bauend Steine übereinander schichtet. Also, dass man es auf eine Art tut, die der Natur sehr nahe kommt und entspricht. Die nächsten bitte. Ich zeige Ihnen noch einmal hier einen Ausschnitt aus solchen Steinablagerungen, Steinschichtungen, die zu solchen unregelmäßigen Formen auch führen. Und das Nächste, das, was mich am meisten, wie soll ich sagen, fasziniert hat, als ich das gefunden habe. Ich dachte, Moment mal, ist das hier ein kleines Modell von unserem Miesdenkmal? Das sind Verblendersteine. Das ist ein heutiges Produkt, so wie Sie es im Markt kaufen können. Und dann addieren Sie sie und kleben sie zusammen und bekommen dann so eine unregelmäßig strukturierte Wand. Bitte das Nächste. Und hier sehen Sie das, das habe ich auch, das können Sie im Baumarkt sozusagen bestellen, die aneinander passen. Und ich glaube, warum ich das Ihnen zeige, ist damit zu sagen, dass diese Form hat etwas damit zu tun, mit dem Schichten von Steinen, mit der Art und Weise, wie Steinmetze mit dem Material umgehen, wie es sich lagert und dass diese Form sozusagen fast, natürlich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass diese Produkthersteller so gebildet sind, dass sie das Projekt von Miesen Monument kennen. Aber vielleicht auch, man könnte dem nachgehen. Bitte das Nächste, damit wollen wir nicht aufhören. Ich glaube aber, dass dieses Objekt, dieses Denkmals so vielschichtige formale Ideen und Vorstellungen in sich verarbeitet, die es eben zu diesem einzigartigen Bauwerk machen, das es ist. Und ich kann nur sagen, dass ich es wirklich faszinierend finde, wie diese Blöcke hier zusammengefügt worden sind und dass man, wenn man die Fotos sieht, eigentlich das Bedürfnis bekommt, dass man davor stehen möchte und es anfassen möchte. Ganz ähnlich, wie mir das mit den Fotos vom Barcelona-Pavillon gegangen ist, den ich auch immer nur aus Schwarz-Weiß-Fotos kannte. Und als ich dann 1986 den rekonstruierten Pavillon gesehen habe, ich war erst ziemlich skeptisch, war es ein Gefühl, als käme man nach Hause. Und ich weiß nicht, ob man so eine Gefühlslage überhaupt als eine zulässige betrachten darf, aber das ist vielleicht mein persönlicher Kommentar an dieser Stelle zu diesem Objekt. Vielen Dank. Sehr wohl. Ja, wir haben zu danken. Sie haben den Tisch sehr reich gedeckt. Es ist eine Freude, Ihnen lauschen zu dürfen. Sehr schöner Auftakt. Wenn es
eine dringende Frage zum Verständnis gäbe, dann wäre jetzt Gelegenheit. Ansonsten würde ich bitten, Herrn Lindenberger seinen Vortrag zu halten. Ich glaube, mit dem Begriff des Kollektivs, der schwebenden Schwere, der Masse und der Formation wurden da schon vier schöne Brücken in Ihre Welt der Politikgeschichte gebaut. Teilweise ja, aber teilweise auch eher nicht. Ja. Und den Stern und Hammer und Sichel, der appliziert ist, den haben Sie ausgelassen. Ja, das da ist kommen Dekorum. Wir jetzt drauf. Das ist Dekorum, eben vielleicht nicht nur. Also das Revolutionsdenkmal, eine Annäherung aus demokratiegeschichtlicher Perspektive. Nur 7 kurze Jahre lang, von 1926 bis 1933, diente das Revolutionsdenkmal in Friedrichsfelde vor allem den Berliner Kommunisten als Erinnerungsort. Sie hatten die Initiative zu seiner Errichtung ergriffen, sie hatten seine Planung in Auftrag gegeben und eine ihnen nahestehende Baugenossenschaft hatte es auch gebaut. In ihrem Parteiorgan, die Zeitung Die Rote Fahne, haben sie dann auch darüber geschrieben. Schauen wir als erstes in diese Reportagen, um zu erfahren, was dieses Monument Ihnen, den Funktionären wie den einfachen Mitgliedern der Kommunistischen Partei zwischen 1926 und 1933 bedeutete. Was verkündeten Sie hier im Namen von Luxemburg, Liebknecht und dann zunehmend auch das dritte L, Lenin? Nach dieser Thematik werde ich mich der Frage zuwenden, wie wir heute zu diesen Deutungen und Bedeutungen von damals stehen. An welche Revolution wollen und sollen wir ein Jahrhundert später in einer Demokratie, die das Zeitalter der Extreme hinter sich gelassen hat, so eine Formel des englischen Historikers Hobsbawm, Eric Hobsbawm, für diese Zeit zwischen 1914 und 1989, wie sollen wir also heute daran erinnern, wenn wir uns mit dem Gedanken tragen, dieses Denkmal zu rekonstruieren? Im Bericht über die Enthüllung des Denkmals durch Wilhelm Pieck, das war damals der Vorsitzende der Berlin-Brandenburgischen Organisation, der KPD, später bekanntlich Präsident der DDR, im Juni 1926 beschreibt der Reporter der Roten Fahne zunächst ein Befremden. Ich zitiere, überraschend ist der erste Eindruck, den das Denkmal hervorruft. Fast zu wuchtig steht es vor den 45 Gräbern, die den vorderen Teil der gesamten Grabstätte einnehmen. Aber ist der erste Eindruck überwunden, so erwächst die Überzeugung, dass nur diese Form der durchaus richtige Ausdruck für ein solches Revolutionsdenkmal ist. So kritisch auch das Denkmal wegen seiner ungewohnten Form von allen Teilnehmern betrachtet wurde, so war am Ende überall einstimmige Begeisterung für dieses gewaltige Werk. Rasch ist also dieses anfängliche Fremdeln mit dieser Skulptur überwunden. Sie wird in Besitz genommen und der Bericht konzentriert sich dann natürlich auf das Wesentliche, also auf den Zweck des Denkmals, das Gedenken. Den Sinn des Denkmals umreißt Wilhelm Pieck in seiner Rede folgendermaßen. Es soll, Zitat, uns stets erinnern an die blutigen Kämpfe, die vom Proletariat um seine Befreiung aus Not und Knechtschaft und gegen die Konterrevolution geführt wurden und an die schmachvollen Dienste, die ihr die sozialdemokratische Führerschaft schon geleistet hat. Der Konterrevolution geleistet hat. Und weiter heißt es in Piecks Rede, Zitat, mit diesem Gedenken verbinden wir das immer wieder zu erneuernde Gelöbnis und den Willen zu vollenden das Werk, für das sie ihr Leben gaben oder im Gefängnis schmachten. Vergessen wir nicht die Schmach, die der Arbeiterklasse durch ihre sozialdemokratischen Führer angetan wurde, indem sie im Bunde mit der Konterrevolution das kämpfende Proletariat niederschlugen. Ende des Zitats. 15. Juni 1926, anlässlich der Enthüllung. Eingerahmt wurde diese Ansprache von musikalischen Darbietungen, natürlich durch den Weddinger Männerchor, der nach der Rede von Pieck das Lied Brüder zur Sonne, zur Freiheit und dann die Internationale anstimmte, worauf dann ein anderthalbstündiger Vorbeimarsch der erschienenen Delegationen und Gruppen aus der kommunistischen Bewegung folgte. Und damit war das klassische Ritual der Nutzung dieses Denkmals schon vorgegeben, gleich von Anfang an. Bitte den nächsten.
Am 16. Januar 1927 konnte dann das kommunistische Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht an ihrem Todestag zum ersten Mal direkt vor dem Revolutionsdenkmal abgehalten werden. Und ich zitiere wieder aus der Ansprache von Wilhelm Pieck. Zitat: Die kapitalistische Welt rüstet zur Niederschlagung der Sowjetunion. Das Proletariat der ganzen Welt muss diesen Schlag parieren unter der Losung Bürgerkrieg gegen den imperialistischen Krieg, Kampf der Konterrevolution, die rote Klassenfront gegen die Feinde der Arbeiterschaft. Unser Leben gilt dem Werk Karls und Rosas, der Verteidigung Sowjetrusslands, dem Kampf gegen den Imperialismus, der Aufrichtung des Sozialismus. Ende des Zitats. Betrachtet man nun Jahr für Jahr bis 1933 die in der Roten Fahne um den 15. Januar herum berichteten Reden, so lässt sich eine Konstante und eine Entwicklung festhalten. Unweigerlich wird immer die Mitverantwortung, Mitschuld der sozialdemokratischen Führer an der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht herausgestrichen, also der, Zitat, Verrat der sozialdemokratischen Führerklicke. Ab 1929 macht sich dann in der Rhetorik der Berichte auch die Stalinisierung der KPD bemerkbar, die in den Jahren bis 1929 sukzessive die Partei verändert hat. Ja, das ist richtig, genau. Die Partei, so die Rote Fahne am 15. Januar 1929, wird, wie einst Karl Liebknecht, das Verbrechen des imperialistischen Kriegs mit der Losung des Bürgerkriegs, der Losung der proletarischen Revolution beantworten. Wird die Gewehre der Bourgeoisie nehmen und umkehren gegen die Bourgeoisie, wird sich verbrüdern mit der Armee des proletarischen Sowjetstaats, gegen den die imperialistischen Kriegsrüstungen sich richten. Ende des Zitats. Und bereits Karl und Rosa kämpften demnach für Sowjetdeutschland, für, Zitat, die unverfälschte Reinheit unserer revolutionären Grundsätze, in unablässigem Kampf gegen alle Versuche, das Gift des Opportunismus in die Reihen der Revolutionären Partei einzuschmuggeln. Ende des Zitats. Und das richtet sich dann schon gegen jene aus der Partei ausgeschlossenen, Zitat, die nicht imstande waren, mit der Partei in den revolutionären Erfahrungen von 10 Jahren sich zur Höhe des Marxismus-Leninismus zu entwickeln, sondern in den Sumpf des Zentrismus und der sozialdemokratischen Ideologie zurückführen. Ergänzt wurde dieser Bericht anlässlich des 10. Jahrestags der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht mit einer ganzseitigen Dokumentation von Grußbotschaften aus aller Welt, mit einer stilisierten Darstellung des Revolutionsdenkmals. Noch das nächste Bild, bitte. Also da kann man das sehen. Es ist jetzt praktisch schon zu einer Art Ikone eigenen Rechts, also in der zeichnerischen Darstellung geworden. Eine Art Ornament in der Roten Fahne. 1930 ist dann in den Berichten über die Gedenkfeier zum ersten Mal die Rede von der sozialfaschistischen SPD. Mittlerweile ist aus dem Gedenken an die Helden der Revolution eine LLL-Woche geworden, eine Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Woche, begleitet von einer kritischen Würdigung des Luxemburgismus, wie er von Parteiabtrünnigen propagiert werde. Höher die Fahne des Kommunismus mit Lenin, Luxemburg, Liebknecht gegen den Faschismus, heißt es auf der Titelseite vom 15. Januar 1931. Und auch in diesem Leitartikel wird der, Zitat, ungeheuerliche Verrat der sozialfaschistischen Führer damals 1919 gegeißelt. Also die waren damals schon rückwirkend Sozialfaschisten. Und auch in der letzten Gedenkfeier vor der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 rückt nun dieses stalinistische Motiv der Reinheit der Partei und der Abwehr aller Abweichungen in den Mittelpunkt. 15. Januar 1933 heißt es in der Roten Fahne aus einer Rede von Ernst Thälmann zitierend, Zitat, wir denken nicht daran, diese wahrhaft revolutionären Kämpfer und Führer und ihre guten revolutionären Traditionen zu verleugnen oder gar den sozialfaschistischen, SAP-istischen oder brandleristischen Leichenschändern zu überlassen. Rosa Luxemburg und die anderen gehören zu uns, gehören der Kommunistischen Internationale und der KPD, an deren Gründung sie mitgewirkt haben.
Aber bedeutet dies eine Abschwächung der notwendigen Aufklärung unserer Partei über die Fehler Rosa Luxemburgs und der übrigen Linksradikalen? Heute, wo die Komintern besteht, wo in der Sowjetunion unter der proletarischen Diktatur der Sozialismus verwirklicht wird, würde jeder Versuch zur Erneuerung des Luxemburgismus und jeder Überrest des Luxemburgismus niemals eine Brücke zum Marxismus-Leninismus bilden können, sondern stets einen Übergang zum Sozialfaschismus, zur Ideologie der Bourgeoisie. Das Gedenken an Karl und Rosa bleibt, Zitat, das unveräußerliche und ausschließliche Recht der revolutionären Arbeiter und ihrer Partei. Ende des Zitats. Ich habe diese im Umfeld des damaligen Revolutionsdenkmals gesprochenen Reden und veröffentlichten Artikel so ausführlich zitiert, um den Kontrast zwischen einem heutigen Geschichts- und Demokratieverständnis und damaliger zeitgenössischer Weltsicht der Urheber dieses Denkmals klar hervortreten zu lassen. Wir sagen heute leichthin Revolution und beziehen uns damit meist auf das Gesamtgeschehen der Novemberrevolution von 1918, die in der Gründung der Weimarer Republik im darauffolgenden Jahr mündete. Den Urhebern und Stiftern des Revolutionsdenkmals hingegen ging es, in dieser Hinsicht sind die Zitate unmissverständlich, beim Gedenken an die Ermordung von Liebknecht und Luxemburg mindestens ebenso um die noch bevorstehende, herbeizuführende Revolution, eine Weltrevolution nach sowjetischem Vorbild. Bereits Lenin hatte den Beginn des Ersten Weltkriegs als die Chance gesehen, diesen Weltkrieg sofort in einen Bürgerkrieg überzuleiten, aus dem dann das Proletariat weltweit siegreich hervorgehen würde. Diese Rechtfertigung revolutionärer Gewalt lag auch den Aktionen der linksradikalen Splittergruppen im Dezember und Januar 1918-19 zugrunde. Und ich zitiere aus einer jüngst erschienenen Abhandlung meines Dresdner Kollegen Mike Schmeitzners, letztes Jahr veröffentlicht, Zitat, die Weltrevolution sollte konsequenterweise dem Weltkrieg folgen, der als politische und materielle Katastrophe des Kapitalismus wahrgenommen wurde. Die Überwindung des Kapitalismus erschien im Herbst 1918 als Gegenwartsaufgabe und aus diesem Grund die Rätediktatur des Proletariats als nächstes Ziel. Das erklärt, weshalb die radikale Linke danach strebte, politischen Pluralismus und das allgemeine Wahlrecht auszuhebeln. Anders als Karl Marx und Friedrich Engels in der Revolution 1848 war sie, die radikale Linke, nicht in der Lage, eigene Maximalforderungen zurückzustellen, um für die USPD und die MSPD politisch, programmatisch anschlussfähig zu bleiben. Und es ist dieser tiefe Graben zwischen den Linksradikalen und dann Kommunisten auf der einen Seite und den übrigen sozialistischen Parteien auf der anderen, der sich durch die ganze Zeit der Weimarer Republik zieht und sich zu ihrem Ende hin sogar dramatisch verschärfte. Soweit die Charakterisierung des Revolutionsverständnisses derjenigen, die das von Mies van der Rohe konzipierte Revolutionsdenkmal in Friedrichsfelde in Auftrag gegeben hatten und die es gemäß ihrem Verständnis nutzten, um daraus einen Erinnerungsort in Berlin zu machen. Ich komme jetzt zum zweiten Teil meiner Ausführung, zur Frage, was uns heute, knapp 100 Jahre später, dieses Denkmal bedeuten kann oder vielleicht auch bedeuten sollte. Zunächst kann man, und das ist völlig legitim, die in den Quellen neben der Bezeichnung Revolutionsdenkmal überlieferte ursprüngliche Widmung eines Denkmals für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ernst nehmen. Es sind ja beide Bezeichnungen anzutreffen. Das kommunistische Gedenken an ihre Tätigkeit in den Tagen der Revolution und ihre Ermordung durch die Freikorpssoldaten führt zu einer extremen Verkürzung der Darstellung der Lebensleistung dieser beiden Persönlichkeiten. Beide haben als seit Jahrzehnten in der Sozialdemokratie aktive Politiker, als Redner, Journalisten und Parlamentarier Wesentliches geleistet, was in seiner Bedeutung über ihr Engagement 1918-19 hinausgeht. Es geht also ein Stück weit das historische Bild dieser beiden Figuren, der einlinigen und vereindeutigenden Inbeschlagnahme durch die kommunistische Tradition zu entreißen. Im Fall von Rosa Luxemburg, hier eine Aufnahme von 1907, ist dies schon vielfach geschehen. Sie ist die ungleich gründlicher erforschte Persönlichkeit von den beiden. Ihr Bild ist in der posthumen Auseinandersetzung mit ihrem Wirken und vor allem auch ihren Werken sehr
differenziert aufgearbeitet worden. Aber auch im Hinblick auf Karl Liebknecht, hier eine Aufgabe von 1911, wäre es durchaus möglich, ein weitaus differenzierteres Bild zu zeichnen, das vor allem seit Wirken als Arbeiteranwalt in Berlin vor 1914 und sein vielfältiges Wirken als Parlamentarier im Reichstag wie im preußischen Abgeordnetenhaus einbeziehen würden. Das wäre eine Möglichkeit, sich also stärker auf diese beiden Persönlichkeiten in ihrer gesamten Lebensleistung zu beziehen, wenn man dieses Denkmal sozusagen reaktiviert und über seine Widmungen nachdenkt. Doch auch der damaligen Widmung als Revolutionsdenkmal sollten wir uns stellen. Wollte man sich nur an die sinnstiftende Verwendung des Revolutionsdenkmals in den 7 Jahren seiner historischen Existenz halten, wie ich sie hier anhand der Rote Fahne-Zitate in Erinnerung gerufen habe, dann bestünde aus der heutigen Sicht allerdings wenig Grund, diesen Erinnerungsort einfach unverändert wiederzubeleben. Unser Gemeinwesen gründet eben nicht auf einem solchen fundamental manichäischen Weltverständnis, wie es für die Stifter des Denkmals kennzeichnend war. Gerade der Begriff der Revolution hat in Deutschland, wie wir alle wissen, seit 1989 eine ganz andere, neue Aufladung erhalten, die dem Verständnis der proletarischen Revolution, die auf die Errichtung einer Diktatur des Proletariats zielte, diametral entgegengesetzt ist. Egal, was man nun von der Redeweise der mittlerweile sehr formelhaft gewordenen friedlichen Revolution im Einzelnen halten mag, unstrittig ist, dass die damit bezeichneten Ereignisse ab dem Oktober 1989 einen dezidiert friedlichen Weg in eine pluralistische Demokratie bezeichnen, die zugleich auch die Überwindung eben jener leninistisch verstandenen Diktatur des Proletariats, die doch nur die der einen Staatspartei meint, mit sich brachte. Wer dieses Revolutionsdenkmal rekonstruieren will und ihm damit auch heute einen Sinn beimessen will, einen Sinn, der dann über die reine kunst- und architekturgeschichtliche Bewertung hinausgehen soll, muss sich mit den möglichen Deutungen dieser Revolution insgesamt befassen, und zwar Deutungen, die über den Horizont der damaligen Akteure hinausgehen, die für uns heute in unserem demokratischen Gemeinwesen relevant sind. Nun, über die Novemberrevolution und die frühen Jahre der Weimarer Republik sind für HistorikerInnen und PolitikwissenschaftlerInnen schon etliche Regalmeter Bücher und Abhandlungen geschrieben worden. Die Novemberrevolution gehört gewiss zu den von Wissenschaftlern meist beforschten Ereignissen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Im krassen Missverhältnis dazu steht allerdings ihr Platz in der heutigen Geschichtspolitik und der heutigen Erinnerungskultur. Diese Revolution hatte lange Zeit ein schlechtes Image bei fast allen. Das kann man daran sehen, dass ihre Beschreibung und Benennen nicht ohne einschränkende Attribute auskommt. Da ist sehr oft von der steckengebliebenen Revolution die Rede, von ihrem Unvollendetsein. Das bezieht sich natürlich vor allem darauf, dass die republikfeindlichen Eliten des vorhergehenden Systems, des Kaiserreichs, nicht hinreichend geschwächt und aus ihren Funktionen entfernt wurde. Bestimmte Funktionseliten im Gewaltapparat, vor allem Militär und Polizei, in der öffentlichen Verwaltung und dem Justizwesen, ganz zu schweigen von den Wirtschaftseliten, blieben von der Revolution mehr oder weniger unberührt. Ihre Machtstellung blieb intakt. Je nach Standort ist damit dann auch die Rede von einer verratenen Revolution eingeschlossen. Und das verweist auf das Bündnis von Mehrheitssozialdemokratie und der obersten Heeresleitung im November 1918, jenes Zweckbündnis sehr ungleicher Partner, das vor allem auf eine möglichst rasche Demobilisierung des Heers, auf Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung nach der bereits erfolgten revolutionären Umwälzung am Beginn des Novembers zielte, also darauf abzielte, den Übergang vom Kriegszustand zur neuen Friedensordnung möglichst reibungslos zu absolvieren und bei dieser Option der Mehrheitssozialdemokratie sich durchaus auf die in der Revolution gebildeten Arbeiter- und Soldatenräte stützen konnte. Und hinzugefügt wurde dann letztendlich in der Forschung das Attribut der vergessenen Revolution, so der Titel einer der wichtigsten Studien, der wichtigsten jüngsten Studien zur Novemberrevolution vom Politikwissenschaftler Alexander Gallus. Ihre Position in der deutschen Erinnerungslandschaft ist mithin ausgesprochen prekär.
Das lässt sich zum Beispiel auch daran ablesen, dass in dem monumentalen dreibändigen Werk zu den deutschen Erinnerungsorten, herausgegeben von Etienne François und Hagen Schulze, kein Aufsatz über diese Revolution zu finden ist. Lediglich Rosa Luxemburg und die ihr gewidmete Verehrung wird in einem Beitrag des französischen Germanisten Gilbert Badiat behandelt. Der Grund für diese Nachrangigkeit in der deutschen Erinnerungskultur ist unschwer auszumachen. Die Unvollkommenheit dieser Revolution wird im engen Zusammenhang mit dem Scheitern der Weimarer Republik und folglich mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 gesehen. Einen Faktor der Schwäche dieser Republik, nämlich die fundamentale Spaltung der Arbeiterparteien, habe ich Ihnen ja soeben anhand der Zitate aus der Roten Fahne illustriert. Aber das, die Spaltung der Arbeiterbewegung, war nur ein Faktor von mehreren, der zum Scheitern der Weimarer Republik geführt hatte. Und man sollte sich davor hüten, in einer deterministischen Sichtweise die Entwicklung ab 1930, dem Beginn der Präsidialkabinette, hin zur Hitler-Diktatur bereits in den Akteurskonstellationen von 1918, 19 angelegt zu sehen. Mittlerweile gibt es aber auch andere, positivere Lesarten dieser Revolution. Lars Broder-Keil und Sven Kellerhoff haben zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution auch ein Buch über diese Revolution geschrieben und veröffentlicht und ihm den, angesichts ihres schlechten Rufs, provokativen Titel Lob der Revolution gegeben. Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei der Revolution von 1918, ich zitiere, um den wohl am meisten unterschätzten Erfolg der jüngeren deutschen Geschichte, Ende des Zitats, trotz der gewaltsamen Ereignisse, die sie begleiteten. Ich zitiere weiter, die Revolution hat Strukturen etabliert, die uns heute selbstverständlich erscheinen. Eine Verfassung, die Grundrechte wie Presse und die Versammlungsfreiheit garantiert. Das Prinzip der allgemeinen, freien und geheimen Wahlen. Die Anerkennung der Gewerkschaften als berufene Vertreter der Arbeiterschaft, kollektive Tarifverträge und soziale Absicherung. Ende des Zitats. Konkret bedeutete das etwa, das wissen wir alle, Einführung des aktiven und passiven Frauenwahlrechts, die Einführung des 8-Stunden-Tags, die gesetzliche Grundlage für das Betriebsverfassungsgesetz, die Betriebsräte, die sozusagen das sind, was von der Rätebewegung dann tatsächlich neu in das Staatswesen eingeführt wurde. Und allgemein, das ist sehr wichtig, einen aktiven Sozialstaat. Dieses sind Meilensteine der Demokratiegeschichte in Deutschland, die man im Rückblick durchaus als lobenswert erinnern kann. Natürlich ist es keineswegs so, dass all dieses diese uns heute selbstverständlichen Zutaten eines demokratischen Gemeinwesens damals, 1918, 19, innerhalb weniger Monate ganz neu erfunden wurden. Sie hatten damals schon ihrerseits eine längere Vorgeschichte, die in den letzten Jahrzehnten der alten Ordnung des Kaiserreichs auf diese verweisen. Um diese Dinge war vor 1914 bereits erbittert gekämpft worden, schon seit Jahrzehnten, vor allem von der Sozialdemokratie. Und gerade der Erste Weltkrieg mit seiner umfassenden Mobilisierung aller Bevölkerungsschichten hatte die Notwendigkeit solcher demokratischen Reformen auf die Tagesordnung gesetzt, hatte sie mit dem Ende des Kriegs unabweisbar werden lassen. Und an diese Errungenschaften, etwa das Sozialstaatsprinzip, knüpften auch völlig selbstverständlich die vielgerühmten Väter und Mütter des Grundgesetzes im Jahr 1948-49 an. Gerade dass Demokratie und Sozialstaat zusammengehören und seitdem auch allen neoliberalen Dogmen und Heilsgewissheiten zum Trotz nicht mehr voneinander zu trennen sind, gehört zu den Vermächtnissen dieser Revolution. Zurück also zum Ausgangspunkt, dem Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe. Diese Skulptur steht ja noch für mehr als die überaus vielschichtigen Bedeutungen, die mit dem umfassenden Vorgang der Revolution verbunden sind und die man unter der plakativen Instrumentalisierung durch seine Auftraggeber, die ihn als eine Art Appellplatz für die bolschewistische Weltrevolution nutzten, freilegen kann. Dieser Bau ist auch, und damit komme ich zum Schluss meiner Ausführung und gleichzeitig auf das, was mein Vorredner präsentiert hat, zurück. Dieser Bau ist auch repräsentativ für eine kultur- und kunsthistorische Tatsache ersten Ranges, nämlich für die Weimarer Republik charakteristische Verbindung von künstlerischer Avantgarde und im kulturellen wie politischen Sinne revolutionärem sozial-utopischen Denken.
zahlreiche Künstler und Künstlerinnen arbeiteten für Auftraggeber aus dem Umfeld der Arbeiterbewegung, ob sozialdemokratischer oder kommunistischer Observanz, oder machten sich in ihrem Schaffen deren Sache ein Stück weit zu eigen. Die Beispiele aus der Architektur, aus dem Design, Theater und Film, Malerei und Literatur bilden mittlerweile einen international bekannten Kanon der Kunst der Weimarer Zeit. Und in vielen Gegenden der Welt assoziiert man mit Weimar in erster Linie dies, die Werke von Döblin, Brecht, Weil, das Bauhaus, die Filme von Zlatan Dudow, das Theater von Erwin Piscator, die Bilder von Georges Cros und so weiter und so fort. Ich brauche das nicht weiter auszuführen. Mies van der Rohes Revolutionsdenkmal gehört auch, so glaube ich, in diese Reihe und verdient es auch deshalb, dass man sich ihm zuwendet, es rekonstruiert, natürlich historisch und kritisch in jeder Hinsicht. Vielen Dank. Ja, bravo. Danke. Vielen Dank, Herr Lindenberger. Das war sehr wertvoll und sehr bereichernd. Ich habe mir als Stichwort notiert Vereinnahmung. Sie haben mehrere Formen der Vereinnahmung beschrieben, sowohl innerhalb des politischen Spektrums selbst, als auch zwischen dem politischen Spektrum und dem der Kunst und Kultur und Architektur. Und dieser Wandel in der Sichtweise auf die Revolution, vergangene oder zukünftige, war sehr bereichernd. Vielen Dank dafür. Ja. Ja, kann ich mich für beide nur anschließen. Diese sehr, sehr tiefen Einblicke aus ganz verschiedenen Perspektiven, diese ästhetische Fragestellung, die politisch-gesellschaftlich-historische. Ich hatte mir, um vielleicht so einen kleinen Einstieg zu finden, aufgeschrieben, jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Frage der Rekonstruktion. Wir hatten ja hier in Berlin eine ganz große Debatte bei der Rekonstruktion des Stadtschlosses. Und da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es war ja beim Stadtschloss im Prinzip immer die Frage, was ist daran so wertvoll, dass es nun genau so rekonstruiert werden soll. Da wurden ja Argumente ins Feld geführt, zum Beispiel städtebauliche, der Abschluss der Linden, bis hin zu Argumenten, ja, wir haben nichts Besseres, da müssen wir uns ins Alte schicken, gewissermaßen. Ne? Jetzt wäre jetzt meine Frage an Sie beide eigentlich aus Ihren verschiedenen Perspektiven. Was ist denn hier dieses, was so wert ist, rekonstruiert zu werden? Also städtebaulich ist es ja sicherlich nicht. Aber was ist da dieser wertvolle Punkt, dass man sagt, gut, diese Bemühung, die nehmen wir uns jetzt auf uns und die voraussehbaren Debatten, die sicherlich, sollte das konkret werden, sehr, sehr kontrovers geführt werden. Was ist da so wertvoll aus Ihrer Perspektive, dass genau das rekonstruiert werden soll? Ich weiß nicht, wer da anfangen möchte. Sie, Herr Neumeier. Also ich kann diese Frage nur eingeschränkt beantworten, weil mir die Frage der Rekonstruktion immer Probleme bereitet hat und auch Probleme bereitet. Und die Frage ist, wie kann man diese Probleme aus der Welt schaffen oder nicht aus der Welt schaffen, aber so, dass man sie kommunizieren kann, behandeln. Und was für mich natürlich das ist, an dem mein Herz hängt, ist nicht der Inhalt und die Ideologie dieses Denkmals. Es ist natürlich eine sehr abgehobene Form der Betrachtung, nämlich Mies van der Rohe als einen Architekten des Jahrhunderts in einer einzigartigen Manifestation eines solchen Denkmals, die es sonst nicht gibt und glaube ich, auch, wenn man das auch technisch hinbekommt, das kann ich im Moment auch nicht beurteilen, ich habe jedenfalls kein Foto von der Rückseite gesehen, und also da sind für mich ein Haufen Fragezeichen mit verbunden. Aber wenn sich ein Wunsch der Rekonstruktion von mir, der würde sich daran festmachen, dieses Objekt wieder vor mir stehen zu sehen und es quasi anfassen zu können. Ja, es ist ein magisches Objekt aus der Architektur von Mies. Und das alleine macht es für mich spannend und interessant und macht mich neugierig darauf.
Ich muss gestehen, dass natürlich dieser Einwand über Hammer und Sichel und so habe ich und den Kommunisten Stern habe ich nicht gesprochen, den hat natürlich Mies auch gezeichnet, dass ich den überhaupt kein Augenmerk geschenkt habe. Das liegt eben genau an diesem Blick, dass ich glaube auch, dass wenn man dieses Denkmal wieder rekonstruieren würde, dass es eher als ein Mies van der Rohe Denkmal wahrgenommen würde, als tatsächlich eins für die Toten der Revolution. Ja. Und dass man das aber nicht so völlig voneinander trennen kann, ist mir natürlich auch klar. Dass das Ästhetische ist natürlich auch immer mit einem Inhalt verbunden, wenngleich nicht der Inhalt immer gleich die Ästhetik bestimmt. Also ich wehre mich nur gegen so eine Gleichsetzung. Ich kann es aber nicht davon abtrennen. Und mein Interesse wäre eigentlich ein rein architekturästhetisches. Ja. Also die Rekonstruktion eines Kunstwerkes in dem Sinne. Ja, es geht eigentlich um ein verlorenes Baukunstwerk in Berlin. Und so viele haben wir nicht. Also ich finde das Reizvolle an dieser Fragestellung, an dieser Herausforderung, wozu zwingt uns das, darüber nachzudenken, wenn man sich vorstellt, dieses Kunstwerk zu rekonstruieren, besteht ja darin, dass man diese Situation der 20er Jahre, was das Verhältnis von Kunst, Künstlern und diesen verschiedenen politischen Bewegungen betrifft. Ich hatte das bewusst zum Schluss angespielt. Ja, das war ja in der Hinsicht eine enorm produktive Zeit, eine explosionsartig produktive Zeit. Und interessanterweise, also in der ganzen Welt, wenn man auf Englisch Weimar sagt, dann ist das der erste Reflex. Ne? Also ich habe mich mal mit dem Gedanken befasst, in den USA als Historiker an eine Universität zu gehen. Und das Erste, was man bei der Bewerbung gefragt hat, can you teach Weimar? Und das heißt, können Sie das mit den ganzen vielen Filmen und den Künstlern und so, haben Sie das als in Ihrem Programm drauf? Ohne das wird man da als German History Professor gar nicht erst angeguckt. Okay. Und diese Konstellation aufzusuchen und zu dokumentieren, daran zu erinnern, halte ich für sehr, sehr wichtig. Ja. Darin halten diese für uns wirklich immer wieder paradox anmutende Konstellation, dass sich diese Künstler häufig nur so ungefähr mit diesen Parteiauftraggebern identifiziert haben, mehr so im Wagen und allgemein. Und Bert Brecht wollte bekanntlich nie in die Partei eintreten, obwohl er fleißig für sie gedichtet und geschrieben hat. Aber so ganz genau festlegen wollten sich die allerwenigsten. Aber sie waren unheimlich produktiv. Und in diese explosionsartige Produktivität gehört meiner Meinung nach auch dieses Werk hinein. Ja. Deswegen ist es völlig erinnerungswürdig. Und das muss man natürlich, wenn man es angeht, dann sehr genau dokumentieren. Das Interessante ist, sieht man da ganz deutlich, das ist ein enormer Bedeutungsüberschuss drin, wenn man es interpretiert, wenn man es ausbuchstabiert von seinen ästhetischen Grundlagen her, so wie Sie das gemacht haben. Man kann eigentlich diese kommunistischen Funktionäre nur bedauern, dass sie dem nicht, also was soll man von denen erwarten, dass sie dem gerecht werden könnten. Also der Reporter sagt am Anfang, ja, irgendwie sieht es ein bisschen merkwürdig aus und wir wussten gar nicht so recht, was wir damit meinen, aber okay, jetzt haben wir eins und dann stellen wir uns davor und sie haben es dann sich auch angeeignet. Eine interessante Form der Aneignung war übrigens, dass sie dann bei den Rosa-Luxemburg-Gedenkfeiern und so weiter immer eine Ehrenwache obendrauf gestellt haben. Also 7 Rotfrontkämpfer, Bundangehörige, die da also stramm standen. Und damit war dann doch wieder ein bisschen Vertikale in der ganzen Sache drin. Das ist, glaube ich, auch ein Bild. Da gibt es ein Bild, glaube ich. Ja, da gibt es mehrere Bilder. Ja. Also das sieht recht drollig. Und denkt man, da sind so Karyatiden, aber oben fehlt dann wieder was. Also es ist eine interessante Aneignung. Und man hat das Gefühl, damit versuchen sie sich so ein bisschen eindeutiger zu machen, damit das ins eigene Bild passt. Aber das gehört natürlich zur Geschichte dieser Verwendungsweisen dazu, die man noch sehr viel genauer rekonstruieren könnte. Und
Ansonsten, glaube ich, ist das wie bei solchen Projekten immer die Begleitung von solchen Vorhaben mit entsprechender historischer Aufklärung, mit einer genauen Aufsuchung der Hintergründe und dann möglicherweise auch Entscheidungen darüber, wie man es rekonstruiert und sich dabei eben auch Freiheiten nimmt, ob man nur alles genauso wieder hin an Ort und Stelle passt. Frage mit dem Hammer und Sichel. Also ich sage mal, Hammer und Sichel ist ein Symbol, das ist bei unseren baltischen Nachbarn verboten. Mhm. Das ist auf einer Ebene im Hakenkreuz. Ja. Das darf man nicht zeigen öffentlich. Ja. Und die wissen auch, warum sie das machen. Ne? Das ist nicht irgendwie sowas eben, was man mal so irgendwo ranpinnt. Mhm. Da stehen auch zig Millionen Opfer dahinter. Und damit darf man nicht leichtfertig umgehen. Aber das ist alles diskutierbar und ja, mal schauen. Ja, also ich, was ich sehr schön finde, was jetzt bei Ihnen beiden auch, da so rausspricht, das ist ein positives Monument in dem Sinne ist. Ne? Also das ist dann, und gerade natürlich auch in Berlin, wo wir nun wirklich eine Vielzahl von, die sicherlich ihren Platz und ihre Berechtigung haben, an Monumenten haben und Denkmalen haben, die ja wirklich an sehr negative und sehr traurige Dinge erinnern, haben wir hier, die natürlich letztendlich der Anlass ist auch ein trauriger, die Ermordung dieser beiden Personen. Aber ich finde diese Spur tatsächlich genau sehr interessant, die Sie jetzt erwähnt haben, diese Energie, die drin steckt in dem Kunstwerk und die auch dieser Appellcharakter. Ja, und diese Zeit, dieser Aufbruch, der ja mit uns ganz viel zu tun hat. Denn wir sind immer noch, zumindest hoffentlich, in der Moderne. Wir sind letztendlich auch noch mit diesen Kämpfen und diesen Kräften direkt konfrontiert, die, das haben Sie ja schön dargestellt, ne? Das scheint ja förmlich daraus zu sprechen, diese Urkräfte, die sowohl man verstehen kann vielleicht als Kräfte der Geschichte oder auch einfach Kräfte des Lebens, die da widerstreiten. Irdisch, ne? Die Horizontale ist sozusagen sehr irdisch und es drängt etwas ins Sein. Also genau, dieses Naturhafte. Ist, ne? und das ist natürlich auch etwas, was den Charakter der Weimarer Republik widerspiegelt, ne? Also in gewisser Weise. Und es ist auch so, dass, ich meine, deswegen habe ich da so ausführlich darauf hingewiesen, diese Revolution hat, wie gesagt, in lange Zeit war sie nicht positiv erinnerbar. Mhm. Es war immer nur das Problem, halb verwirklicht, stecken geblieben und so weiter. Es gibt auch mittlerweile eine beginnende Neudeutung, die ist aber noch nicht sehr verbreitet. Das haben Sie geschildert. Aber im öffentlichen geschichtspolitischen Raum finden sich dafür kaum Bezugpunkte. Also wenn man sich dann auf Hinterlassenschaft der Weimarer Moderne bezieht, dann sind es natürlich architektonische Hinterlassenschaften und so weiter, aber Denkmäler in dem Sinne sehr wenige und die also diesen Aufbruch der Zeit festhalten. Und da haben sich nun mal Künstler und vor allem die Exponenten der Arbeiterbewegung vor allem drin getroffen, weil die wollten diesen Aufbruchmoment festhalten. Andere politische Kräfte waren da nicht so dran interessiert. Die waren ja größtenteils eher restaurativ eingestellt und haben auch entsprechende, vor allem aus der Filmgeschichte ist es bekannt, restaurativ orientierte Filme in Auftrag gegeben. Also das ist ein ganz anderes Schaffen, eine ganz andere Denke. Und insofern ist es etwas, also man sollte sich daran trauen, würde ich sagen. Obwohl es einem, genau wie bei den anderen Rekonstruktionsprojekten, also das ganz, ganz Große, das schon erwähnt wurde, natürlich mit vielen Kontroversen verbunden sein wird. Ja, an das Thema trauen wir uns ran. Und ich traue mich auch schon daran, so langsam zum Dank einzuschwenken, wie reich nicht nur die Weimarer Republik kulturell war, sondern wie reich auch dieses kleine Thema über ein kleines, großes Denkmal ist. Das hat der heutige Abend gezeigt. Ich bin sehr dankbar für zwei Vorträge, die aus ganz verschiedenen Perspektiven sehr schön in dieses Thema eingeführt haben. Und es ist auch ein Glück, dass wir viele Abende mit vielen klugen Köpfen haben, solche Aspekte zur technischen Realisierbarkeit, zu anderen Denkmälern von Mies van der Rohe, zu anderen wiederaufgebauten Gebäuden von Ludwig Mies van der Rohe oder Denkmälern wie zum Beispiel für die Märzgefallenen von Walter Gropius, Mies Kollege oder Vorgänger besser gesagt am Bauhaus. Also da gibt es einen ganzen Strauß von interessanten Themen, die wir alle noch beleuchten können in diesem Rahmen und da freue ich mich sehr drauf. Und danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen einen vergnüglichen Abend. Danke. Danke. Vielen Dank.